Was geht ab, erste Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal zurück. Und hier sind wir wieder mal im Woodland Park Lese, unserem Stammspielplatz. Und an meiner Seite sind Bert und Chris. Bert und Chris. Ja, ihr habt uns ja auf dem Spielfeld angetroffen. Leider auf der gegnerischen Seite, daher kennen wir uns ja, ne? Und dann habt ihr, ja, ganz cool, seid ihr auf uns zugekommen und gesagt, ihr habt wegen uns das Airsoft-Ding angefangen. Das erklärt ja schon ziemlich einiges. Erzählt einfach mal, wie war das denn? Ihr habt unsere Videos gesehen und dann? Ich habe eure Videos gesehen und sagte dann zu ihm, wie sieht's aus? Lasst uns mal ausprobieren. Okay, und dann seid ihr einfach in den Laden gelaufen, habt euch eine Knifte gekauft und los geht's. Nee, wir haben zuerst wirklich Leihausrüstung genommen. Mhm. Mal geschaut, ob es uns gefällt und danach sofort. Sofort am selben Abend noch? Genau. Okay, ja, dann schreibt ihr noch mal direkt schon zu eurer Ausrüstung rüber. Was habt ihr denn so für Airsoft-Replikas euch ausgesucht? Ich habe eine SKFN von Hörstel. Ja, und als Backup-Waffe eine Tokio Marui. Ui, Tokio Marui. Den doch. Mercedes-Benz der Pistole. Genau. Ja? Bin ich auch vollends mit zufrieden. Okay. Und ja. Ja, und wie war es bei dir? Du hast ja auch einfach gesagt, ja gut, hole ich mir jetzt eine Knifte und gib ihm. Welche hast du denn geholt? Also bei mir war es die MK16. MK16? Mhm. Und auch die Tokio Marui, die goldene hier. Oh. Oh. Schick, schick, schick. Ja, nice. Ja, das ist übrigens eine sehr, sehr beliebte Waffe unter den YouTubern. Silo unter anderem macht da, spielt sehr, sehr viel mit der. Ist auf jeden Fall auch eine, ja, eine Backup, die man auch sehr, sehr gut tunen kann. Kriegst du auch immer Ersatzteile für. Richtig. Tokio Marui ist halt immer Creme de la Creme, ne? Habt ihr schon auf anderen Spielfeldern gespielt? Wir waren hier auf der Area 49. 49, okay. Genau. Wow, das ist ja ein krasses Spielfeld. Also auf jeden Fall. Da werdet ihr auch schon einige andere bekannte Gesichter sicherlich auch hier schon gesehen haben, unter anderem Shadow und den Turbo. Genau. Die spielen ja auch gelegentlich dort. Ja, aber wie vergleicht ihr das mit Lese und wie vergleicht ihr das mit ja, drüben? Lese und dort kannst du nicht wirklich vergleichen. Dort hast du alles wirklich digitalisiert. Mhm. Und hier hast du halt noch wirklich Ur-Airsoft. Ur-Airsoft. Naja gut, ich sag's mal so, das eine ist ein bisschen mehr CQB ausgelegt und das andere ist mehr so auf ja, Waldgebiet. Ne? Das ist halt komplett draußen, genau. Durchgängig draußen am, ja, du hast die Tarnmöglichkeiten, die hast du halt in der CQB-Halle nicht richtig unbedingt. Genau. Es ist auch ein ganz anderer Spielstil, den du halt dort hast. Du hast halt mehr Action da, halt direkt auf die Sekunde. Ne? Richtig. War das das erste Spielfeld oder warst du hier das erste Mal? Nee, das erste Spielfeld war dort. War dort. Okay, dann so hast du direkt die Area M mitgenommen. Oder eure Meinung nach besser? Hier. Hier. Warum? Du hast viel Wald, du hast mehr Möglichkeiten. Und du hast ein bisschen Ordnung und du kannst ein bisschen mehr durchplanen, ne? Richtig, genau. Wie weit werdet ihr denn bereit zu fahren, wenn ihr... wie weit werdet ihr bereit zu fahren für den Airsoft-Spieltag? Also hierher fahren wir schon 2 Stunden. Mhm. Ihr kommt aus Prag, habt ihr gesagt. Genau, richtig. Also, ja, so 2, 2,5 Stunden. Mhm. Und habt ihr ein Team oder spielt ihr nur zusammen? Wir spielen erstmal nur zusammen, wir suchen noch ein Team. Okay. Genau. Darf ich auch mal was sagen? Ja. Die schicke Tarnausrüstung, ja? Wo habt ihr die her? Vom Bigardi. Ihr habt auch den Plattenträger auch gekauft? Genau. Richtig. Und ich hatte mir auch mal überlegt, ob wir uns da mal Klamotten von zulegen, um die mal zu testen. Wie haben die sich heute angestellt? Die fühlen sich gut an. Der Tragekomfort auch von dem Plattenträger? Ja, sehr gut. Sehr gut. Gab es da verschiedene Größen beim Plattenträger? Für etwas größere oder etwas kleinere Leute? Ja. Ja, welche Größe hast du genommen? Ich habe, glaube ich, XL. Okay. Und du warst S. M. S bis M. Ja, deinen Plattenträger haben wir uns bei uns ja noch mal vorgenommen, haben wir noch ein bisschen kleiner gemacht. Sehr viel kleiner. Ja. Ich kann mehr essen, Mann. Ich kann essen, was ich will. Weight Gainer. Ich kann essen, was ich will. Aber ansonsten, ich finde das Tarnmuster eigentlich auch sehr schön. Ja, das Tarnmuster ist echt cool. Also, ja genau, generell, Bigardi macht da auch sowieso generell guten Stuff. Ne? Die haben ja sind sehr, sehr gut aufgestellt, sind auch ein der größten Lieferanten Deutschlands. Begriff auf Airsoft jetzt. Aber ja, also zurück zum Thema, dass wir da definitiv, wie weit ihr bereit wärt zu fahren. 2 Stunden, Bracke hierher, Team. Ja, also Team, ihr sucht ein Team. Aber Airsoft ist halt immer so ein Ding, das ist immer teammäßig und ne? Also ihr habt da halt immer dieses Team-Ding besonders. Ne? Aber eure Eindrücke als Einsteiger, ihr habt ja blutig angefangen,
ins kalte Wasser allein gesprungen. Ja, wie waren eure ersten Eindrücke vom Spiel? Also ich meine, ihr seid reingegangen mit einer komplett anderen Erwartung sicherlich, oder? Es geht. Also ich muss sagen, ich habe zu Hause selber noch eine, sage ich mal, Spielzeug G3610 mit 0,5 Joule. Mhm. Damit habe ich damals mit meinen jungen 15 Jahren mit Kumpels dann immer mal so im Garten oder sowas gespielt und muss sagen, hat schon Spaß gemacht. Und jetzt mit diesen richtigen über 1-Joule-Dingern ist schon was anderes. Und dieses Gefühl, das Geräusch dahinter, es bockt einfach. Also es macht einfach so viel Spaß. 100%. Ja gut, da kommt jetzt mal eine ziemlich gewagte Frage. Was ist euer Lieblingsbetriebsmodell, also Betriebsart? Nehmen wir mal GBB, SIG oder HPA. Was ist euer Liebling? Federdruck habt ihr ja auch, ne? Also, richtig. Was ist euer Favorite? Also, fangen wir mal bei dir an. Wir haben SIG-Waffen ja beide, aber HPA ist natürlich schon das Nonplusultra. Und das müsstest du jetzt haben? Ja. Machst du hier schon wieder ein Verkaufsgespräch hier? Nein, ich bringe sie nur auf die richtige Seite der Macht. Der Geldbeutel muss halt stimmen dafür. Ich bekehre sie. Wenn ihr jemanden da draußen so einen Tipp geben könntet, bezüglich der Airsoft noch nicht kennt, welcher wäre es? Mal ausprobieren mit einer Leihausrüstung so und schauen, ob es ihm gefällt. Also du findest auch immer irgendjemanden auf dem Feld, mit dem du dann zusammenspielst. Du findest Freunde. Anschluss. Du findest immer Anschluss. Das ist das Besondere an Airsoft. Ne? Man denkt ja, ich habe ja auch halt alleine angefangen, dann habe ich die Jungs alle kennengelernt. Es bilden sich halt neue Freundschaften. Ja. Ne? Und es ist halt so, auch wenn du alleine anfängst, du findest immer Anschluss. Gleichgesinnte. Richtig, ne? Richtig. Das ist das Schöne an Airsoft. Das ist so wirklich dieses Zauberhafte. Ne? Der Mendligor meldet sich wieder. Ich sehe, hast du Stärke auf deiner Brille? Ich habe Stärke auf meiner Brille. Was nutzt du für eine Schutzbrille? Ich nutze die Schutzbrille, ganz ehrlich, von der Area 49. Die, was man dort dazu bekommt bei der Leihausrüstung, die kannst du dann mitnehmen. Das ist, ich kann nicht mehr sagen, was das für eine Marke ist. Geht die über deine Brille drüber? Die geht über die Brille drüber. Ah, okay. Aber ist eine offene Brille, also keine so wie jetzt von Pegadi, diese komplett zu sind. Die hatten wir probiert, ist überhaupt nicht mein Fall. Weil es gibt ja auch noch viele andere Airsoft-Spieler, die Brillenträger zusätzlich sind. Und die, das ist immer gut zu wissen, was man da... Max hat zum Beispiel so eine Brille aus dem Interview. Was der hat so ein Case für seine Brille, das... seine Brille einmal umrandet ist, dass man die Brille dann Tui-mäßig und dann tust du das drauf und dann hast du deine Schutzbrille auf der Brille. Oh, bist du damit zufrieden, ja? Ja. Mich besonders direkt vom Anfang an gepackt hat, ist einfach diese Community. Wir sind da in diese Area 49 reingekommen und konnten uns direkt durch die Waffen auch mal durchgucken, mal gucken, was gefällt einem. Gerade M4 gibt es ja extrem viel. Mhm. Aber ich bin letztendlich trotzdem bei der Ska geblieben und man muss sagen, also die Community... Da musst du mal mit Turbo schnacken, das ist auch sein Lieblings Langwaffenmodell, ne? Und gerade für Einsteiger muss ich sagen, die Community ist absolut der Wahnsinn. Du kannst auch jedem mal die Waffe in die Hand nehmen, mal probieren, das ist immer das Schöne. Und deswegen empfehlen wir auch selber von den Airsoft Dudes, geht mal auf den Spieltag, guckt euch, bevor ihr was kauft, immer bei den anderen Spielern was an, nimmt das mal in die Hand, es ist immer schöner zu gucken. Das ist auch der Besonderheit bei Hansa Jagdausrüstung. Deswegen sagen wir auch immer, geht mal in den Laden und guckt euch mal was an. Da habt ihr die Möglichkeit zu. Kannst es mal in die Hand nehmen, mal ein bisschen begrabbeln, gucken, feeling. Ja. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall erst besonders machen. Und auf dem Airsoft-Spielfeld hast du immer den Zuwachs, dass jeder mal sagt, ja hier, gerne, kannst mal probieren. Richtig. Ja. Und da waren wir ja auch gerade vor kurzem erst und haben uns schon den Sniper dazu gekauft. Ja, aber mit dem Hansa-Rabatt, ne? Genau, richtig. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, im Prinzip war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert, wie eure ersten Spielerfahrungen waren. Und ansonsten sind wir raus, oder? Und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Schaltet die Glocke ein. Alles. Tschüss.